Am Gesundheitswesen gefällt mir, dass kein Tag wie der andere ist. Dieses Rotieren, dieses Unruhigsein über die Standorte hinweg zur Arbeit, das gibt mir eben immens viel. Mein Name ist Kai Klöckener. Ich arbeite im Klinikum Hochsauerland und bin da jetzt in der Funktion Abteilungsleitung für die Patientenaufnahme und den Empfang zuständig für unsere 4 Krankenhausstandorte. Von meinem Werdegang her ist es so gewesen, dass ich im Prinzip ja über eine Anlerntätigkeit am Empfang hier im Krankenhaus angekommen bin. Treppchen für Treppchen mich ein Stück weit nach oben gearbeitet habe, 2015 zur Teamleitung und jetzt 2018 dann zur Abteilungsleitung gekommen bin für mittlerweile 52 Mitarbeiter. Ich studiere Management im Gesundheitswesen an der IST-Hochschule in der Teilzeitvariante, sprich berufsbegleitend. Wir haben uns entschlossen, Herrn Klöckener zu fördern, weil wir ein großes Interesse daran haben, dass wir gute und motivierte Mitarbeiter haben. Und wenn jemand sich meldet und ein Studium oder eine Weiterbildung machen möchte, ist das für uns ein Zeichen, dass er sehr motiviert ist. Und wir unterstützen das natürlich in jeder Hinsicht. Dadurch, dass ich im 4. Semester bin, kann ich die Studieninhalte, die bis dahin vorgekommen sind, tatsächlich auch in meine tägliche Arbeit mit übernehmen und einfließen lassen. Grundsätzlich kann ich sagen, dass ein Studium ja auch zu einer strukturierteren Arbeitsweise beiträgt. Ich bin geschult worden im Studium, vor größeren Mengen zu sprechen, Vorträge zu halten. All diese Dinge kommen mir jetzt schon zugute, wenn ich Teamgespräche mache. Meine persönliche Situation würde es eigentlich nicht hergeben, ein Vollzeitstudium zu machen. Die Möglichkeit, dieses Fernstudium berufsbegleitend zu machen, war halt gesetzt. Anders hätte es für mich und meine individuelle Situation nicht gepasst. Umso besser, dass es so angeboten wird. Es sind Seminartage, die in der IST-Hochschule stattfinden, Videotutorien, online stattfindende Tutorien. Also dieser gesamte Mix, wie das Lernen vermittelt wird, hat für mich halt gut gepasst und war mir eben wichtig. Also meiner Meinung nach ist Studium und Job durchaus gut vereinbar miteinander.